ist ein Eingang. Okay. Ist eine Art Kino. WWW-Protokoll. Das Spiel BB World macht zigen Kunden beschweren sich, dass es mit der Zeit merkwürdige Fehler entwickelt. Ich bin ins Theater, um sie zu beheben. Jetzt ist es weg. Es gab keine Verlegungsanfrage. Sollte es da noch irgendwo sein? Ich schau mal. Irgendein Meeting. Okay, ich habe keine Ahnung. Pizza, Pizza, Pizza? Oh, Staffbot ist dran. Staffbot? Hier ist wohl eine Art. Also hier ist ein Kino. Krass, dass die sogar ein eigenes Kino hier drin haben. Gift Shop. Ja, aber bringt mich auch nicht wirklich weit. Oder habe ich die Seite etwa angelogen? Moment. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Hier bekommt man wohl etwas, um das Dings zu bedienen. Das Maze. In the basement of the theater at the daycare. Ach, hast du direkt Monty gerufen? Wollen Sie es mal wieder nicht lassen? Ich glaube, mir wäre es gerade eigentlich lieber erwischt geworden zu werden. Ob er wieder despawned ist? Gehe ich mal von aus. Nein. Oh, da geht's auch durch. Ja. Hey. Wartungskorridor. Ja, aber ich weiß halt nicht, wo das ist. Ich bin ja schon ein bisschen kotzen. Denn gut, einerseits hätte ich drauf kommen können. Andererseits ist es schon ein bisschen arschig.
Ich spare euch jetzt den Weg. Einen Moment. So, ich bin gerade im großen Main Hallway, wie ihr seht. Ach so, ja, ich dachte, ich kann direkt durchlaufen. Angekommen. So, und jetzt rennen wir hier raus. Weil ich habe mir mal so eine Livestream-Aufzeichnung von jemandem angeguckt. Ihr seht es vielleicht schon. Da oben. Der ist auch wie wild rumgerannt, weil er selber keine Ahnung hatte, wo der hin muss. Und hat es doch irgendwann hier oben gefunden. Ist schon ein bisschen frech. Aber was ich gelesen hatte, man soll Freddy mit sich bringen. Weil es einen bestimmten Grund hat. Doch zum Einsatz zu kommen. Chica. Ich sehe ganz genau, dass du gerade Spielchen mit dem Security-Bot treibst. Zeigt die Uhr eigentlich Warnung an? Ach, das ist jetzt nervig. Ich war am Verstecken. Ich will den ganzen Weg nochmal laufen. Yay! Und ich wurde instant schon wieder gefunden. Ah, oh, kotzt mich das gerade an. Ah, die Kamera ist gut. Na, das ist genau die Kamera. Okay. Ja, dann renne ich raus und mache mich auf den Weg. Wenn keine Roxy da ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich renne einfach hier lang. So, there is a vent in this maze that leads to the Monte Golf Catwalks. I believe there is a control panel for the maze around here somewhere. Ja, ready. Ich lass dich dann einmal los. Ui. Du sagst, hier ist ein Control Panel. Im Labyrinth selbst.
Da. Das heißt, ganz hinten links in der Ecke. Genau der Richtung. Mach nämlich hier eine Kleinigkeit. Falls ich hier irgendwie durchkomme. So, hi Freddy. Wir machen jetzt mal was. Habt's nicht? Aber das wäre zu schön gewesen, weil das klappt in der Daycare, dass man sich so da durchglitschen kann. Durch die Daycare-Wand. Okay, alles klar. These buttons change the maze. I wonder what the right combination is. Nein, nicht. Och. Freddy, bitte warte einmal draußen. Wo sind alle? Leo war der Einzige, der den Ersatzsteuerungsschlüssel für das Labyrinth hatte. Aber ich habe ihn schon monatelang nicht gesehen. Vielleicht weiß der gruselige Bot, wo der Schlüssel liegt. Leo sollte ihn eigentlich darauf trainieren, sich ums Labyrinth zu kümmern. Aber stattdessen hat er ihn so umgepult, dass er die Drecksarbeit im Kita-Theater erledigt. Ich sehe mal nach der Belegschaftsfeier heute Abend nach. Wie willst du mir jetzt sagen? Willst du mir jetzt sagen, dass es nicht funktioniert? Das ist doch nicht wahr. Und ich muss zur Kita runterrennen. According to that message, one of the staff bots brought the key to the Superstar Theater. The entrance is located in the daycare. So, einmal den Frust rausgelassen auf der Toilette. Und ich habe auch eine Sache in den letzten Videos mitbekommen. Der Freddy hat jetzt noch 4 von 5 Energie. Gehe ich jetzt rein. Gehe raus. Es bleibt bei 4 von 5. Lädt sich aber direkt auf. Hä? Das macht halt einfach null Sinn. Weil man sieht, das Spiel ist nicht wirklich optimiert. Ja gut, es ist von einem Team aus 12 Leuten gemacht. Oder von einem Team, das aus 12 Leuten besteht. Aber es hat hier und da wirklich noch so... Wie lange ist das Spielentwicklung? Wie lange warten wir drauf? 2 Jahre? 4 Jahre? Ich glaube, das letzte Haupt-FNAF war... Help Wanted. Help Wanted kam vor 2 oder 3 Jahren raus. Ich meine 2018. Moment. Ich hab's noch auf Steam. Help Wanted. Top-Seite. Ihr seht jetzt nichts. 2019. Vor 3 Jahren. 3 Jahre Entwicklungszeit. Ist nicht viel. Vor allem nicht für so ein riesengroßes. Aber die haben die Zeit, um ein Minigolf-Spiel zu machen. Haben wir aber nicht die Zeit, um das Spiel ordentlich zu playtesten.
ready. Ach was, jetzt steht hier ein Geschenk, oder? Ah ja, Chica Eiscreme. Ja, toll. Du hast nichts für mich? Hast du was für mich? Nein? Im Kita-Theater. Ich bin doch hier. Wo ist denn dieser Schlüssel? Ein Geschenk. Das ist leicht creepy. Hier bin ich hinter der Theke. Aber hier ist nichts. Ich merke gerade, das ist doch eigentlich noch offen und hier sollten wir mal einen Gesundheitsinspektor hinschicken. Hier ist auch nichts. Verstehe es nicht. Balloons, yes, birthday. Wir könnten hier auch so Steam Keys verstecken. Das war ja eigentlich auch ganz cool. So, Freddy, du kommst bitte einmal. Ah, hi Freddy. Einfach Angst, dass hier irgendwas passiert ist, hat nämlich halt Freddy einfach durch. Okay, ja, jetzt kann ich verstehen, warum. Da unten sind wieder die Squid Game Viecher. Die Antwort. Anweisung zum Labeltraining. Bewege blau zur Ecke. Daraus sollst du es selbst hinbekommen. Okay.
Freddy hat nicht mehr viel Energie, das ist nicht gut. Danke. Steuerungsschlüssel und jetzt ab nach oben. Freddy, du hast nicht mehr viel Energie, aber das sollte reichen. So cheest man sich ja auch richtig easy durch. Ladestand niedrig. Ja. Ist gerade okay. Hier bitte nicht abbrechen, Freddy. Ich hätte nicht gedacht, dass Freddy mich umbringt. Nicht gedacht, dass Freddy mich umbringt. Scheiße. Aber gut, das ist jetzt kein Hexenwerk. Muss einfach nur da raus und oben vor den Eingang der Daycare kommen. Gut, machen wir das halt nochmal, Freddy, ja? Und du bringst mich diesmal nicht um. Das Spiel lehrt einen doch. Nee, Freddy schmeißt einen raus und rennt dann von selber zu dieser Ladestation. Das hat das Spiel einen anfangs gelehrt. Jetzt schon. Dann schmeiß mich hier mal raus. Den Rest schaffe ich schon alleine, Freddy. Einem sneaky Geheimweg hier an der Seite. Freddy. Geil. Er steht einfach in der Daycare drin. Sagen wir es so. Auch Animatronics wollen mal Spaß haben. Freddy, jetzt gerade machst du mir ein bisschen Angst. Keine Ahnung, wo du gerade warst. Du hast mir ein bisschen Angst gemacht. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Ach man. Nichts als Probleme mit dem. So, es sind 4.30 Uhr. Und ich speichere jetzt mal. Und das nächste Video werde ich unten vom Maze aus starten. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.